Da gibt es so Experimente wie, stell dich mal einfach in die Innenstadt mit 100-Euro-Scheinen und verschenk die. Versuch die zu verschenken. Ja? Da sagen die Leute, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Die Leute, also es gibt bei YouTube so ein paar schöne Videos unter The 100-Dollar-Bill-Experiment, wo die Leute sagen, nee, das nehme ich nicht an. Ja? Also die nehme ich nicht an. Die laufen weg vor dem, der ihnen einfach nur 100-Euro-Scheine schenken will, weil die Leute sagen, das ist schwierig. Das wollen wir nicht haben. So, also Trust. Und du brauchst heute Trust für deine Inhalte, die du hast. Aber das reicht oft auch nicht. Das, was du zu dem Trust noch haben kannst, ist ein Brand. Das ist deine eigene Marke. So. Und wenn es dir gelingt, zu deiner eigenen Marke zu werden, dann wird aus dem Trust, aus dem Vertrauen, auf dieser Basis baust du überhaupt erst deinen eigenen Brand auf, und aus deinem Content ein Brand. Und so haben wir schon mal jetzt drei Stufen. Unterste Stufe Content. Der ist kostenlos, wertfrei. Der ist unveredelt, nichts wert. Die nächste Stufe ist Trust. Schon ganz gut. Aber viel, viel besser ist, wenn du ein eigener Brand bist. Ich habe in der letzten Woche mit meinem lieben Freund Bodo Schäfer gesprochen. Und ganz, ganz viele deiner Zuschauer kennen ihn, du und ich. Ich weiß, wir beide unterhalten uns häufig über Bodo. Er ist ja für viele in unserer Branche auch ein Leuchtturm. So, Bodo ist ein Brand, ja, ist der Money Coach. Und natürlich setzt Bodo Schäfers Erfolg voraus, selbstverständlich, dass er Content hat. Natürlich, das ist die unterste Stufe. Er setzt auch voraus, dass er Trust hat, weil er das seit vielen, vielen Jahren macht. Und er setzt voraus, natürlich, dass er ein Brand hat. Und wenn er diesen Brand hat, in dieser Kombination, wie so eine Pyramide, dann kann daraus natürlich auch große Umsätze tatsächlich entstehen.